Pferdeleute, ihr habt ja bestimmt schon das Video gesehen, Ariannes Feldzug gegen die Sattler. Und da hat mir halt eine Kundin einerseits eine großzügige Geldspende für den Kanal überlassen und andererseits eben auch Videomaterial schon mal rausgesucht, wo die Ariane Thägen etwas über diese Sättel sagt. Die tue ich euch unten in die Videobeschreibung rein, die Videos von der Ariane Thägen. Ich mache das nicht als React, das dürfte man eigentlich im Rahmen des Zitatrechts. Aber es ist halt so gewesen, ich habe den Kanal von der Ariane Thägen genannt, ich habe ihren Namen genannt, so wie man das mit der Quellenangabe machen sollte, hatte keinen blassen Schimmer, woher, auch weil es nirgendwo zu finden ist, dass sich der Lebensgefährte Stefan Karp als ihr, als der Urheber sieht, was ich bestreite vor Gericht, das tue ich euch auch oben in die Videobox rein. Aber heute will ich auch noch über diese Fälle sprechen und habe das ein bisschen anders gemacht, genau wie bei den Boxpferdeprofis. Ich habe mir einfach bei WhatsApp mitgeschrieben, was ich wo sehe. Das lese ich euch dann gleich vor. Und dann könnt ihr immer anhand dieses Videos, müsst ihr leider hin und her schalten, das habt ihr dem Herrn Karp zu verdanken, auch immer angucken, was da so ist durch diese Minutenangaben. Na, also zumindest mache ich das jetzt so, solange der Prozess nicht entschieden ist, weil provozieren will ich da auch nicht, obwohl ich nach wie vor finde, dass ich im Recht bin. Aber gut, das werden wir sehen. Zum Fall Ombra und Kuri. Also Ombra ist ein Fall, wo ich nur wenige Anmerkungen hatte. Das ist halt sehr, sehr witzig. Die Frau Thelgen sagt, der Sattel passt nicht, deswegen hat das Pferd Probleme und lässt sich da auch relativ drüber aus. Und dann kommt die Tierärztin und sagt, das Pferd hat ein Magengeschwür. Dann wird auch irgendwie gesagt, also aber nicht, glaube nicht von der Tierärztin, das weiß ich gar nicht so ganz genau, dass Gähnen ein Anzeichen für ein Magengeschwür wäre. Ich kenne das aus dem Natural Horsemanship-Bereich eher so, dass Gähnen auch bedeuten kann, manchmal hat ja auch ein und dieselbe Handlung mehrere Bedeutungen, dass das Pferd Spannungen loslässt. Kommt wahrscheinlich darauf an, in welcher Häufigkeit und in welcher Situation, aber so generell kann ich das jetzt auch nicht stehen lassen. Viel witziger und interessanter finde ich den Fall Kuri. Also, eine Frau mit diesem Pferd Kuri nimmt an dieser stationären Behandlung bei der Ariane Thägen teil, wo ich ja schon mal immer schon denke, die Leute sind ja da manchmal auch ein bisschen naiv und wenn die dann lesen, stationäre Behandlung, denken die gleich, das ist eine Tierklinik. Das ist natürlich nur eine Physiotherapeutin und unsere, meine und eure, nehme ich mal an, Physiotherapeuten, die kommen doch zu uns an den Stall und dann machen die so eine Behandlung von, sagen wir mal, 1,5 Stunden in etwa, kostet dann 90 Euro rum, vielleicht 95. Und dann geht es dem Pferd auch meistens besser. Und man hat dann auch noch Tipps bekommen, was man selber machen kann. Bei der letzten, die Fancy ist lahmgegangen. Da hatten wir sogar Videos aufgenommen, wie wir die massieren können. Und dann sollten wir Quark auflegen und solche Sachen. Das kriege ich alles für 95 Euro. Und wenn dann mit dem Sattel etwas nicht stimmt, dann sagt man die Physiotherapeutin, oder ich frage vielleicht auch, läuft ein bisschen komisch. Dann sagt die, ja, also ich bin nicht ganz sicher, ob der Sattel passt, möglicherweise. Hol mal eine Sattlerin. So ist das doch eigentlich das Prozedere. Nicht so bei Ariane Thägen. Da hat man dann, also man kann so nicht anfragen, auch nicht als Praktikant oder sowas oder Besucher, da habe ich auf ihrer Website gesehen. Man hat halt zwei Möglichkeiten. Entweder diese 3 Tage stationäre Aufenthalte oder Online-Beratung, wo sie dann per WhatsApp die Leute berät. Also ich mache auch Videoanalysen, wobei ich bei manchen Fällen auch tatsächlich sage ich, das würde ich mir lieb gerne selbst angucken. Oder um dann auch zu helfen, muss ich kommen. Aber was man dann machen kann, ist eben die Körpersprache vom Pferd so ein bisschen analysieren. Oder auch die Fehler, die man sieht, die die Leute machen, halt grundsätzlich. Ne? Aber sowas wie eine im Bereich Physiotherapie, das muss man doch fühlen. Wie will man das denn online machen? Und was anderes hat die Ariane Thelgen nicht gelernt, laut ihrer Qualifikation, das hatte ich ja im anderen Video auch schon mal eingeblendet. Gut, jetzt kommt trotzdem erstaunlicherweise, wie ich finde, eine Frau mit dieser Kuri zur Ariane Thägen. Und ich kann mir das eigentlich nur erklären, dass auf der Website auch steht,
Angstbewältigung. Wenn man das anklickt, kommt man aber eigentlich ins Nirgendwo. Also jetzt zum Beispiel, vielleicht war das ja mal anders. Es ist halt unten, habe ich auch alles gesichert, auf der Website unten drin zu sehen. Ja. Dann soll die Frau erzählen und erzählt auch. Also, dass sie einen Unfall gehabt hat mit dem Pferd, das so runtergefallen ist, kommt ja nun mal auch vor. Deswegen ist das Pferd nicht gleich krank oder ein Problempferd, aber egal. Und dann, dass auch eine Freundin von ihr einen Unfall hatte und das bei ihr dann so dazu geführt hat, dass sich das verknüpft, emotional. Und wenn man dann zu jemandem geht, der auf seiner Website Angstbewältigung stehen hat, denkt man ja vielleicht, man ist da richtig. Und zählt dann so allerlei Sachen auf, die bei ihrem Pferd dann auch noch vorgekommen sind. Schweifschlagen, austreten, steigen und auch so mit dem Kopf schlagen. Und das ist ja ähnlich wie beim Gähnen. Das Kopfschlagen kann ein Headshaker sein, aber die schlagen natürlich auch mit dem Kopf, wenn sie zum Beispiel unzufrieden sind. Manchmal schlagen sie aber auch anders mit dem Kopf. Ich erkläre immer, wenn ich diese vier Phasen im Natural Horsemanship erkläre, dann sage ich ja auch immer, dass die Pferde zuerst einen angucken, die Ohren nach hinten legen, wenn dann das andere Pferd nicht weggeht, wenn man an das Gras will als Pferd, schlenkern die so mit dem Kopf als allerletzte Drohung vielleicht auch so, dann deuten die den Tritt an und dann treten die. Das sind ja unsere vier Phasen, die kann man bei Pferden zum Teil wiederfinden, wobei man natürlich manchmal auch ein Ohrenlegen hat, Anlegen hat mit sofortigem Tritt. Das nennt man ja auch im Natural Horsemanship dann Verstärkung, aber das will ich jetzt hier nicht vertiefen. Müsste man ja eigentlich wissen, dass dieses Kopfschlagen alles Mögliche bedeuten kann. Gut, dann hat sie das soweit erzählt und dann ist es ja, also gerade wenn jemand Angst hat bei mir, dann sage ich immer, weißt du was, wir versuchen Beziehungsarbeit zu machen und machen Bodenarbeiten. Diese sieben Spiele nach Conradin halt, ne? Und das hilft auch in den allermeisten Fällen, wenn die Leute regelmäßig Unterricht nehmen. Im Regelfall ist es halt so, die Leute nehmen, sagen wir mal, einmal im Monat Unterricht bei mir. Das kostet die 40 € plus Anfahrt, es sei denn, die wohnen so weit weg. Dann ist natürlich auch die Frage, findet man entweder jemanden, der näher ist, der einem da hilft in diesem System, gibt es ja, Pareli, oder macht mal einen Tages- oder einen Wochenendkurs, egal, ne? Jedenfalls über diese Beziehungsarbeit fördert man das Vertrauen zwischen Mensch und Pferd, fördert den Respekt zwischen Mensch und Pferd. Und wenn man dann halt sieht, war, oder man fragt halt, war ein Zahnarzt da, war ein Sattler da, ne? Guckt sich den Sattel gegebenenfalls an und sagt vielleicht, lass deinen Sattler noch mal gucken. So würde ich vorgehen. Ganz anders bei Ariane Tilgen. Pferd ist weg, Pferd ist da, Besitzerin ist weg. Und dann wird das Pferd an der Doppellonge gearbeitet. Und man denkt, warum denn jetzt an der Doppellonge? Und dann, wenn man auch sieht, wie, also die hintere Leine hängt total durch, also 3 Tages stationärer Aufenthalt. Sie kennt das Pferd überhaupt nicht und auch hier wieder im Natural Horsemanship. Es gibt eine Reihenfolge und solche Aktionen passieren ja auch, wenn die Leute ein Jahr lang im Konzept 1 bleiben, ne? Ein Jahr lang Kindergartenkonzepte und nicht weiterkommen und das Pferd meinetwegen behandeln wie ein rohes Ei. Nach einem Jahr würde ich mal sagen, kann man dem Pferd auch schon mal was zumuten, ein bisschen mehr zumuten, ne? Auch beim ängstlichen Pferd, wenn man was gemacht hat. Aber auch wenn ich das dann gemacht habe, regelmäßig Unterricht, bin ich in unserem System, in dem Parallelsystem, erst nach Jahren bereit, mit der Doppellonge zu arbeiten. Und das sagt auch später die Besitzerin, dass sie gesagt hat, nee, ich habe noch nicht mit der Doppellonge gearbeitet, weil ich das nicht kann. Fand ich mega den Spruch von ihr. Und dann auch nochmal, nee, mit der Doppellonge arbeite ich eigentlich nicht, weil man da viel verkehrt machen kann. Auch wieder mega, genau solche Kunden wünsche ich mir eigentlich, die da so selbsteinsichtig sind, ne? Die sagt zwar am Anfang, sie hat das Reiten gelernt als Freizeitreiter, Hobbyreiter, ohne Unterricht, aber jetzt nimmt die ja Unterricht. Also die Frau fand ich wirklich top, die Kuriebesitzerin. Und ich konnte es überhaupt nicht nachvollziehen, warum das Pferd an der Doppellonge gearbeitet wird. Und dann stellt sich auch noch raus, das Pferd hat nach Ansicht der Ariane Telgen starke Kopfschmerzen. Da wird ja nicht die Ursache gesucht und auch nicht, wie ich das gerade beschrieben habe, diese Massage. Und jetzt braucht das Pferd erstmal 3 Tage Pause, kann jetzt mal nicht geritten werden oder so. Und Doppellonge ist ja eine ähnlich große Belastung, finde ich, durch enge Wendungen und durch immer Handwechsel. Ne?
wo ich auch denke, ein Pferd, was gerade behandelt worden ist, würde ich nicht an die Doppellonge nehmen und auch nicht reiten halten, wenn da jetzt echt körperlich was ist, große Schmerzen. Nein, Frau Telgen gibt dem Pferd ein Schmerzmittel. Und das konnte ich jetzt erst recht nicht nachvollziehen, weil das überdeckt das ja eigentlich nur. Und Schmerzmittel sind ja auch nicht folgenlos. Ich zum Beispiel hatte ja mal eine posttraumatische Belastungsstörung. Da hat der Bernd Hackl ja dann irgendwie draus gemacht, tue ich euch in die Infobox, dass ich irgendwie ein bisschen derangiert wäre. Ne? Es hat halt irgendwie auch schon mit Ängsten zu tun. Und ich habe das natürlich behandeln lassen, aber ich war schon noch zurechnungsfähig halt. Ne? Und bis ich das aber behandeln habe lassen, weil erst der falsche Therapeut, ich wollte diesen Ansatz EMDR, der war auch super gut, ne? Da hast du nur 6, 7 Einheiten und dann ist diese Blockade im Gehirn auch weg und dann gehen natürlich auch die Kopfschmerzen weg, weil da die Spannungen da sind. Ja, aber in dieser Zeit, bis es dann mal endlich soweit war, dass ich den richtigen Behandler gefunden habe, habe ich Schmerzmittel über Schmerzmittel genommen. Bis ich dann mal erfahren habe, dass am Ende genau diese Schmerzmittel die Kopfschmerzen auslösen. Also nur eine kurzfristige Lösung sind. Und dann habe ich irgendwie gedacht, bei einer Physiotherapeutin, das muss die doch wissen. Und kommt dann irgendwie so, das ist ja nur eine kleine Tablette. Und da erinnert mich irgendwie an, das ist ja nur ein kleiner Pieks halt, ne? Unglaublich. Naja, sie arbeitet das Pferd jedenfalls. Am nächsten Tag kommt die Besitzerin und man merkt, die ist nicht einverstanden. Zumal sie ja auch was völlig anderes gesagt hatte, was sie wollte. Sie hat ja auch die Hoffnung ausgedrückt, dass die Frau Telgen das Pferd vielleicht reitet. Ist nicht mein Ansatz, habe ich gerade erzählt, aber wenn ich jetzt jemandem so viel, ich weiß nicht, was es da kostet, aber ich nehme an, dass das nicht umsonst ist und mich auch noch öffentlich zur Schau stellen lasse, das mache ich nie. Wenn ich bei meinen Kunden bin, bin ich bei denen und da wird nicht gefilmt. Halt, ne? Es sei denn, es kommt von denen aus, da freue ich mich natürlich. Aber an sich, die zahlen mich für etwas und da möchte ich mit meinen Gedanken bei denen sein und nicht noch irgendwie, wie das die Telgen macht, ununterbrochen in die Kamera sprechen. Ist da halt irgendwie anders, kommt so eins zum anderen. Ja, und mit dem Reiten, das war halt, sie hat diesen Sattel dann aufgelegt gehabt, hat dann wieder, wie wir das in einem anderen Video ja auch schon gehört haben, geguckt, ob sie mit ihrem, dass sie den Sattel zu weit vorne auflegen, eine gute Passform hat. Und das schrieb ja, die jetzt Spende gegeben hat, schrieb ja auch, natürlich passt der Sattel dann nicht, wenn man ihn an die falsche Stelle legt, weil er an der falschen Stelle liegt. Genau dieses Phänomen sahen wir dann halt auch. Und wir wissen ja, diese Frau, die hatte einen umfassenden Sattel und hat sich schon einen neuen Sattel geholt und hat dann auch erzählt, dass die Sattlerin gesagt hat, der Sattel muss sich noch setzen, nach zwischen 10 oder bei 20 Mal Reiten ungefähr, da sollte sie noch mal kommen und den Sattel nachbearbeiten. Ist doch perfekt halt, ne? Nein, aber das hat die Ariane Tilgen völlig ignoriert. Der Sattel wurde einfach quasi als schlecht qualifiziert und es hieß, das Pferd würde Kopf schlagen. Und dann sah man so Bilder, wo das Pferd beim Fressen so hochschnickte mit dem Kopf. Und wie wir das am Anfang schon gesagt haben, ein und dieselbe Verhaltensweise kann in aller Regel beim Pferd verschiedene Dinge bedeuten. Gehen haben wir gehabt, ne? Und das sind natürlich auch beim Kopfschlagen. Ich habe direkt gedacht, na, sind da Insekten oder sowas oder ist es gestochen worden? Zumal man ja auch auf dem Widerriss, wo man auch dachte, na, passt der Sattel nicht, man sah halt diese Quaddeln. Und dann habe ich aber nochmal genauer hingeguckt und gedacht, die Quaddeln sind aber auch am Hals. Das fiel mir sofort so ins Auge oder relativ schnell. Und bei mir war das Pferd ja gar nicht, ne? Wenn ich mein Pferd jetzt 3 Tage bei mir hätte, würde ich sowas doch sehen, dass da irgendwelche Quaddeln sind. Und dann wird dann irgendwie von Wasser gesprochen, was da im Körper war, wo ich dachte, warum hat ihr das dann am Anfang nicht gesagt? Auf einmal hieß es, da wäre Wasser da gewesen. Da sagt die Frau ja, das Pferd ist natürlich aber auch auf der Weide und hier ist es ja nicht auf der Weide. Natürlich ändert das etwas. Also wie gesagt, immer noch, ne, die Besitzerin, fand ich, hat mehr Ahnung gehabt als die Frau Telgen, ne, und war aber auch bescheiden dabei und hat gesagt, ja, im Ursprung habe ich das eben so gelernt, Pony drauf, ohne Sattel, ab ins Gelände, so, ne? Also sehr, sehr ehrlich. Na, man merkte halt, es passte ja zwischen den beiden nicht. Und dann kam halt diese Riesengeschichte über das Headshaking. Irgend so ein Nerv, da tue ich euch auch unten in die Videobeschreibung rein. Und Frau Telgen referiert darüber, was dieser Nerv alles verursacht, welche Schmerzen das sind, dies und das und jenes. Wobei ich dann aber
wenn alles stimmt, was sie darüber sagt, ne, immer noch nicht sicher wäre, dass das Pferd das auch hat. Das wird ja dann sogar auch gesagt, müsste man in der Klinik abklären. Also so sicher sind wir da ja noch gar nicht. Und über normales Head-Shaking hat ja die Besitzerin im Vorfeld gar nicht gesprochen, sondern nur so beim Reiten, ne? Tritt hinten, steigt vorne, schlägt mit dem Kopf. Natürlich in der Situation, als der Sattel nicht passte. Danach passte der Sattel ja auch und es war ja auch gar nicht mehr so schwierig, aber da haben sich Ängste bei der Frau festgesetzt. Und dann aus den Ängsten passiert natürlich dann auch wieder eine Widersetzlichkeit und auch das erwarte ich von einer guten Trainerin, die auf ihrer Website stehen hat, Angstbewältigung. Na, dass man dann einfach sagt, mach nichts, was du dir nicht zutraust. Vielleicht gehst du auch mal mit dem Pferd in den Wald und reitest 50 Schritte und dann steigst du wieder ab oder steigst gar nicht auf, wenn dir nicht danach ist und du dich nicht wohlfühlst, in diesen kleinen Babyschritten. Nur mal als ein Beispiel. Es gibt ja viele, viele Methoden. Auch all das kam nicht vor. Aber ein unendlicher Vortrag über den Tri-Tralala-Nerv. Ich krieg's nicht ausgesprochen. Bin ja auch keine Medizinerin. Sie ja auch nicht. Sie ist ja noch Physiotherapeutin. Na gut. Und dann sagt die Besitzerin auf einmal zu ihrem Pferd, na, du denkst jetzt auch, wann hört die endlich mal auf zu reden? Ne, ist natürlich jetzt nicht gerade wirklich höflich, aber ich hab schallend laut gelacht, weil es einfach stimmt. Und wenn man das mal ins Verhältnis setzt dazu, dass Leute ihr Pferd wegen einem bestimmten Problem dahin bringen und dieses Problem nicht im geringsten bearbeitet wird, dann wird dann lang und breit über den Sattel erzählt, der im Grunde genommen aber nur an der falschen Stelle liegt auf der einen Seite und auf der anderen Seite natürlich auch, ist ja klar war, der muss nochmal überarbeitet werden und der Ernährungszustand sich ja offensichtlich durch dieses, was die Telgen Wasser nennt und die Besitzerin, es ist jetzt nicht auf der Weide, sich da auch ein bisschen was ändert, auch erklärt werden kann. Also man hat im Grunde genommen nichts davon. Daraufhin haben die Besitzer das Pferd dann tatsächlich am nächsten Tag abgeholt. Was dann wiederum dazu führte, also das gab schon davor eine arrogante Bemerkung, aber dass dann der, ich nehme an, es ist der Stefan Karp, der mich da verklagt hat, dass der dann sagt, manchen Leuten würde die Ariane Telgen auch gerne mal nachträglich das Sie anbieten. Wobei ich mich frage, was haben die denn gemacht? Gut, dieser Spruch. Bei diesem Spruch, ne, also man merkt ja diese Verletztheit aus dem nachträglich, dass sie, oder dieses Rausreden eigentlich auch, ne? Und dann war ja nach diesem Spruch, wann hört ihr endlich auf zu reden, sagte er, im Eichenbuch, Handbuch steht, bei solchen Reaktionen lächeln, durchatmen, ausreiten, weitermachen, glaube ich jetzt, wenn ich es richtig im Kopf habe. Aber ihr könnt es ja an den entsprechenden Stellen selbst nachgucken. Also fand ich jetzt so schon respektlos. Und dann habe ich ja für diese Videos jetzt hier ihre Website von unten bis oben durchforstet, bestimmt nicht alles so gefunden, aber doch einiges. Und da, als sie über ihren Werder, über mich quasi schreibt, da schreibt sie halt, dass ihr Pferd etwas hatte, was sie dann festgestellt hat damals und die ganzen Behandler hat es nicht interessiert. Und daraufhin hat sie dann ihr eigenes Ding gemacht. Wo ich dann irgendwie dachte, wenn sie selbst über die Behandlung sagt, die haben alle keine Ahnung, deswegen mache ich es auf meinem Weg, die Sattler haben ja auch alle keine Ahnung, warum gesteht sie es dem anderen dann nicht zu, dass der auch sagt, ich als Besitzer bin für mein Pferd kompetenter? Es kam nämlich am Ende noch eine E-Mail, wo gesagt wurde, das Pferd schlägt gar nicht mehr mit dem Kopf. Das lag wohl an den Insekten, was sich mit meinen Quaddeln deckt. Und das war dann eben dieser Grund, am liebsten nachträglich, dass sie anbieten, kann man dann nicht sagen, ja, das stimmt, das ist eine andere Erklärungsmöglichkeit. Wie ja auch bei Ombra, der wo angeblich der Sattel alles schuld sein sollte und dann war es ein Magengeschwür. Das ist einfach so. Ja, und ich denke dann halt einfach, Schuster, bleib bei deinen Leisten. Und wenn die als Physiotherapeutin den Job machen würde, den alle anderen Physiotherapeuten auch machen, eben von Pferd zu Pferd fahren, ambulant, hätte ich gar nichts zu sagen. Da sie sich aber zur Expertin für Dinge macht, für die sie nicht qualifiziert ist und sogar sagt, geht bloß nicht zum Sattler, der damit sein Geld verdient, der verdient deswegen sein Geld damit, weil er es gelernt hat, finde ich halt, sollte man widersprechen. Mehr tue ich hier gar nicht. Ich will die nicht schlecht machen. Ich bleibe bei dem, was wirklich in den Videos zu sehen ist, die ich mir auch extra von Anfang bis Ende angeguckt habe und im Fall Cori sogar zwei Teile, also 4 Stunden allein
Videos angucken und diese Notizen, weil jetzt habe ich doch viel geredet, die lese ich euch in einem anderen Video vor, weil sonst wird das Video vielleicht doch ein bisschen zu lang. Dann bedanke ich mich fürs Zuschauen. Wenn euch das Video gefallen hat, lasst einen Daumen nach oben da. Wenn ihr den Kanal noch nicht abonniert habt, lasst mir ein Abo da und klickt am besten auch auf die Glocke, um kein Video zu verpassen. In diesem Sinne, habt noch ein schönes Wochenende. Bis zum nächsten Mal. Tschö.